Legen wir direkt los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Anschluss an die Partie SC Verl gegen unsere Gäste von SV Recklinghausen. Besonders das Alfred Majus hier ist der Gästetrainer. Grüße natürlich auch unseren Coach Andreas Donnerbeck. Endstand heute 2:3. Es ging viel hin und her. Zuschauer hatten wir 758. Und bevor wir gleich die Trainer und den Statement bitten, gebe ich euch noch die Ergebnisse der anderen Partien. Dortmund gegen Düsseldorf 2:2, Oberhausen gegen Sprockhövel 2:1, Wattenscheid gegen Wiedenbrück 0:1, Siegen gegen Bonn 2:2, 1. FC Köln gegen Wuppertal 0:1, Schalke 04 gegen Viktoria Köln 1:2. Das sind die anderen Ergebnisse, zurück zum heutigen Spiel. Ja, da bitten wir mal den Gästetrainer als erstes mal ein paar Worte zum Spiel und das wollen wir gerne beibehalten. Herzlich willkommen, Alfred Majus, ein paar Worte zum Spiel, darüber würden wir uns sehr freuen. Gut, danke. Erstmal die Atmosphäre hier, ein super Stadion haben die hier hingestellt. Und hier kam bei dem Platz, das sah super aus, aber der Platz war heute auch so schwer. Das haben beide Mannschaften gespürt und wir waren auch nach 19 Minuten total platt. Ich hätte auch in der 85. Minute, wo wir das 3-2 schossen oder 86. hätte ich auch noch das Gefühl, dass Fair 4-3 gewinnen konnte. Was so ein Spiel war das heute. Ich fand das mit unglaublich gute Diagonalpässe. Wir haben sehr viele Bälle geflankt. Also die haben es uns richtig schwer gemacht. Und dass wir hier 3-2 gewinnen, ja, das ist für uns ein unglaublich moralischer Sieg nach unserer Sieg in Viktoria Köln, bei Viktoria Köln. Und ich muss noch ein bisschen wieder auf Erden landen, weil ich fand das Spiel sehr. Es war nicht hochklassig, das konnte auch nicht, aber da war Feuer drin, das war ein richtiges Derby, es sind Tore gefallen. Ich glaube auch, dass die Zuschauer ein temporeiches Spiel gesehen haben, wo beide Mannschaften den Sieg eigentlich wollten. Und wir sind aneinander gleichwertig, würde ich sagen, weil ich habe die letzten beiden Tage viele Videos angeschaut und dass man hier 3 Punkte holen kann, da muss ich meiner Mannschaft ein enormes Kompliment machen, weil das ist hier sau schwer und deswegen bin ich auch sehr glücklich. Weiterhin wünsche ich meinem Kollegen Andreas Kolomberg bei Fußballlehrer alles Gute. Das ist auch eine enorme Aufgabe, aber mit dieser Mannschaft bist du weiterhin auch noch gut gemacht. Okay, danke. Ja, vielen Dank, Alfred Najus, für diese Worte zum Spiel. Polo, hast du das ähnlich gesehen? Was hast du dir so aufgeschrieben? Gut grün sehe ich heute. Erzähl mal. Erstmal Glückwunsch an meinen Kollegen und Röhringhausen für den Sieg hier gegen uns. Man wird immer Spiele verlieren, wenn man Fehler macht. Wir haben zum Schluss eben einen Fehler zu viel gemacht. Wie gesagt, jeder macht Fehler und ich glaube, dass auch ein Schiedsrichter Fehler macht. Aber er sollte es auch immer mal zurufen. Ich bin ja oft immer am Schimpfen über Schiedsrichter, vielleicht Emotionen und sehe das durch die Vereinsspiele. Aber heute, glaube ich, hat ein Schiedsrichter sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht auf beiden Seiten und das muss man dann auch mal ansprechen. Man muss auch mal Manns genutzt sein, zu sagen, ich habe Mist gebaut. Aber das kriegen wir nicht hin. Es sind immer die Trainer, die Spieler, was weiß ich, warum meckern die Trainer? Also ich glaube, dass wir da nicht zufrieden sein können, aber zum Spiel ist es, also wir kriegen 14. Minute Elfmeter, den man auch geben kann. Also ich bin nicht nur am Meckern, wenn wir Elfmeter gegen uns kriegen, sondern das kann man pfeifen, dann pfeifen wir uns einfach dumm. Treffen den Ball nicht und treffen den Leben, deswegen ist Elfmeter. Dann haben wir mit Brüchigen dort, der eben sein gutes Feld, das Ding auch überragend. Wir sind also wieder im Spiel und dann hat Patin eine Idee, geht durchs Mittelfeld und schießt mit seinem schwachen linken Fuß in die Ecke. Mal passt auch ein Köpfchen da rein und du führst sogar alles. Also eigentlich
lief es dann ganz gut für uns. Da gab es noch ein, zwei Chancen auf beiden Seiten. Also habe ich gedacht, dass wir mit 1-0 in die Halbzeit gehen, so 2 oder 3 Minuten vor der Halbzeit. Verhalten uns nicht gut über die linke Seite, und die Flanke und Bülter ist nun mal eine Qualität, der den sehr gut mit der Brust mitnimmt, lesen sich so hin, wie er braucht, und er braucht eben auch nicht viele Chancen und macht den noch rein. Dann steht es 1-1 und dann geht man in die Pause. Wie gesagt, und dann zweiter Halbzeit glaube ich, dass wir die bessere Mannschaft sind am Anfang. Also ich habe mal aufgeschrieben, dass wir im Kopfball von Sini 6. Minute, 9. Minute hat Sini 2-2 vorher kriegen, einen Elfmeter, den man auch geben kann. Auch da kommt er zu spät, macht sogar den neuen Spieler geschickt, aber auch da kann man das geben. Ist zu spät, im 16er gibt es Elfmeter, den Brünnigke fast auch wieder hält. Also er ist dran, von seiner Hand springt er in die Lampe und geht rein. Also der hätte vielleicht auch noch mal Glück haben können, aber dann liegen wir nicht mal zurück, 2-1. Und dann wusste ich, dass es sehr schwer ist in Berlinhausen, weil die auch eine sehr gute Truppe haben. Und dann kommt es doch von Sini, also Kopfball, Verlängerung, ich weiß nicht von wem. Sini steht lange Eck und köpft dann rein. Und dann hofft man natürlich noch diesen einen Punch zu haben, um das Spiel zu gewinnen. Und den bekommen wir dann auch. Also kurz danach, 13. Minute, zweiter Halbzeit, haben wir eine 1000%ige Chance, wo Lier sich durchsetzt an der Außenlinie, das überragend macht, lange wartet, bis der Gegenspieler kommt, verschwindet zurück und Viktor Meier steht 8-9 Meter vielleicht vom Tor, also hat auch die Zeit, ihn anzunehmen. Er entscheidet sich direkt zu spielen, vielleicht auch, der Platz ist ein bisschen uneben. Dass er gesprungen ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber eigentlich muss man das Ding machen und dann führen wir hier 3-2 und dann glaube ich, dass wir das Spiel dann gewonnen hätten. Aber dann kommt es anders. Wieder unsere linke Seite, also rechte Seite, wo wir kommt eine Flanke, obwohl ich sagen muss, dass es vorher schon zwei Situationen, wo der Schiedsrichter einfach voll pfeifen muss. Macht er nicht. Destotrotz müssen wir aufpassen und die Flanke kommt und Bülter kommt aus dem Rücken. Keiner ist so richtig für zuständig oder keiner sieht ihn so richtig und auch das macht er wieder gut, köpft das Ding rein. Und dann liegst du zurück. Und ja, wie gesagt, wir haben zum Schluss nochmal versucht. Hat man eine Riesenchance, gut gespielt zu Fabi, der kurft den Torwart, Lehnemann, glaube ich, war es, rettet ihn auf der Linie, dann spielst du 3-3 und kannst ganz zum Schluss aber aufmachen, da hat Röding heute noch eine 100%ige auch Bild, da schießt ein bisschen zu früh, glaube ich, und Brüssel hält sich auch überragend. Also, wie gesagt, man verliert Spiele, weil man Fehler macht, man muss jedes Spiel 0-0 ausgehen, wir haben heute einen Fehler zu viel gemacht und nochmal. Schiedsrichter sind Menschen, jeder macht Fehler, aber ich finde es ganz gut, wenn man das auch mal zugibt und nicht dann immer alles schlecht wird, weil die Trainer sich vielleicht draußen aufregen, weil eine Entscheidung falsch ist. Und ich sage nochmal, der Schiedsrichter hat nicht nur für uns falsch gepfiffen, sondern auf beiden Seiten. Ich möchte nicht, dass es so aussieht, dass ich hier nur die Vereinsbrille aufhatte. Es gab Situationen, wo Rollinghausen eigentlich den Ball hat, kann kontern und pfeift da ab und auf der gleichen Seite uns auch. Also ich glaube, man muss dann einfach mal sagen, man hat kein gutes Spiel gepfiffen, muss man besser machen, einfach Mensch bleiben und sagen, jeder macht Fehler. Wir müssen sehen, dass wir jetzt in Aalen punkten. Ist natürlich ein schweres Ding. Wir haben gegen Gladbach gezeigt, dass sie auch irgendwas können. Haben ganz, ganz unglücklich 3-2 verloren. Also es wird kein einfaches Spiel, aber wir werden Gas geben und hoffe, dass wir dann die Punkte, die wir heute verloren haben, daran haben. Dankeschön. Danke sehr für die Worte zum Spiel. Und hier gibt es eine Frage an die beiden Trainer. Nehmen wir damit. Keine Frage. Gut. Kolo hat es gesagt, es geht weiter am schweren Spiel in Aalen. Wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, am 7. Oktober. Das ist endlich mal wieder ein Freitag. Damit kommt der Spitzname in Gladbach. Schönes Flutlichtspiel, freuen wir uns drauf. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise. Wir sagen danke fürs Kommen auf den Heimreise zur PK. Und uns allen noch ein schönes Wochenende, Sonnenschein. Also macht's Beste daraus. Danke fürs Kommen und tschüss.